Hallo lieber Steinbock, herzlich willkommen bei Inbals Tarot. Gerne möchte ich heute eine Ich- und Du-Legung für dich machen. Beachte dabei immer auch die Videos zu deinem Mond, Venus und Aszendentzeichen, okay? Okay, schauen wir mal. Für Steinbock bitte Ich und Du. Ich und Du für Steinbock bitte. Steinbock, hier bei dir habe ich 10 der Kelche auf Kopfebene. Bei deinem Gegenüber habe ich hier 9 der Kelche. Bei dir auf Herzebene habe ich 9 der Stäbe. Bei deinem Gegenüber habe ich hier auf Herzensebene König der Kelche. Das hier ist das, was euch trennt und das hier ist das, was euch verbindet. Okay. Zur Info, dieses Mal werde ich nicht nachschauen, was ihr voreinander versteckt. Stattdessen werde ich dann in der Fortsetzung hier nachschauen, was in deinem Gegenüber in Bezug auf dich vor sich geht. Und dabei schaue ich bei jedem Element rein. Also bei hier, bei Erdzeichen, Wasserzeichen, Luftzeichen, Erdzeichen, Wasserzeichen, Luftzeichen, Feuerzeichen. Schaue ich hier rein. Ja, ich schaue da, was im Gegenüber in Bezug auf dich vor sich geht. Okay. Was haben wir hier für eine Situation momentan? Ich habe den Eindruck, dass du, Steinbock, mit 10 der Kelche und 9 der Stäbe ziemlich Angst hast vor den Schattenseiten einer Familie oder Schattenseiten deiner Familie. Du siehst da einen Teufelskreis wieder hervorkommen. Ist ein Teufelskreis, den du hier schon vor einiger Zeit zurückgelassen hast. Du dachtest, dass du dich da endlich mal davon befreit hast. Aber hast jetzt hier so den Eindruck, dass so langsam wieder Einmischungen stattfinden könnten seitens Verwandtschaft. 10 der Kelche, 9 der Stäbe. Ich sehe hier auch in Bezug auf irgendein spezifisches Thema, hast du hier Angst davor, dass es dir kein Spaß mehr macht? Vielleicht musst du täglich Auto fahren und jetzt merkst du so langsam, oh shit, ich langweile mich so langsam, oder? Und das wäre mega blöd, wenn du jeden Tag Auto fahren musst und dann so langsam damit anfängst, das Autofahren zu hassen hier. Also irgendetwas, das hier in deinem Alltag regelmäßig gemacht wurde und weiterhin gemacht werden muss. Und da hast du so langsam Angst davor, dass es keinen Spaß mehr macht hier. Ja, weil du hast das damals angefangen, weil du es geliebt hast. Da war ein Job, wo du ständig Auto fahren musst und du hast es damals angenommen, weil du Autofahren liebst. Oh mein Gott, Traumjob. Und jetzt so langsam merkst du, hey, es passiert zum Beispiel auch bei Menschen, die Pizza lieben und dann in einer Pizzeria arbeiten. Nee, irgendwann, Döner auch, irgendwann, also immer hat man wirklich die Nase, also es wird einem irgendwann schlecht, wenn man das riecht. Also man liebt Döner, man liebt Pizza, geht da rein und hat so langsam irgendwann die Nase voll. Schauen wir mal, 10 der Kelche, 9 der Stäbe. Warte, ich schau doch mal, was du da tun kannst. Weil man sieht es halt schon, 9 der Stäbe. Es ist so, die 10. Karte naht, dieses, oh, ist nur noch eine Last für mich. Was empfiehlt dir Steinbock diesbezüglich, bitte? 9 der Schwerter. Ah, das ist ja interessant. Das ist ja interessant. 8 der Kelche hier, Königin der Schwerter hier. Das Problem liegt nicht am Autofahren. Döner kann nichts dafür. Immer auf den Türken schieben, gell? Oder auf den Italiener. Es ist ein anderes Thema, das dich sehr belastet und sich hier bei diesem Thema zeigt. Ja, es geht um ein anderes Thema. 9 der Schwerter, 8 der Kelche, Königin der Schwerter, befreie dich von allem, von dem du dich wörtlich bereits befreit hast. Ich sehe es, ja, du hast bereits gesagt, nee, das ist fertig für mich, aber im Kopf bist du immer noch damit beschäftigt. Ich habe hier 9 der Stäbe, 9 der Schwerter hat sich auch gezeigt. Es wäre jetzt eine sehr gute Phase, um etwas ganz Neues zu starten, um eine neue Wohnung zu suchen, um auszuwandern, um den Job zu wechseln, irgendeinen Neustart irgendwo in deinem Leben, das wäre super. Ja, wenn du dich in Richtung Zukunft konzentrieren würdest. Ich höre viel Wehleidiges heraus. Achtung, Steinbock, das bringt dir gar nichts. Okay? König der Kelche hier, 9 der Kelche hier. Aha, ich habe den Eindruck, dass dieser Mensch ein bisschen lockerer ist in Bezug auf Alkohol.
Das ist ein bisschen zu viel Flüssigkeit hier, ne? Das ist nicht Badewasser mit Badesalz und ätherischen Ölen oder sonst was. Ne, ne, das ist schon, oder? Das sind Gläser hier, Pokale. Und da wird eins auch in der Hand gehalten. Könnte sein, dass dieser Mensch überraschenderweise, siehst du hier dieses Fischlein? Man würde es bei diesem Menschen nicht erwarten, aber doch greift dieser Mensch ein bisschen lockerer zur Flasche momentan. Ich habe den Eindruck, dass dieser Mensch sich momentan eine Parallelwelt schafft, indem er sie irgendein Vergnügen ein bisschen übertreibt. Denkst du jetzt an Döner essen? Kann sein. Es ist auch möglich, dass da dieser Mensch ein bisschen zugenommen hat. Ja, weil er sie Liebe durch das übers Essen aufnimmt momentan. Ja. Ich habe hier König der Kelche und hier habe ich 9 der Kelche. Weißt du, was im Leben deines Gegenübers momentan los ist, Steinbock? Dieser Mensch durchlebt momentan eine ungewohnt entspannte Phase. Da gab es Probleme, die er sie lösen musste. Und jetzt sind diese gelöst. Und jetzt weiß dieser Mensch nicht, was damit anfangen. Ist es sich nicht gewohnt, hatte vielleicht ein ziemlich stressiges Leben bisher. Und jetzt kommt hier eine Entspanntheitsphase. Und dieser Mensch, oder? Sagt, ich kenne die Farbe Blau nicht. Oder? Ich kenne das nicht. Du erzählst mir, der Himmel ist blau, aber ich bin blind, ich habe das noch nie gesehen, also weiß ich nicht, wie das ist. Du sagst mir, Erdbeeren sind lecker. Bleiben wir bei Döner. Döner ist lecker, ich habe noch nie Döner gegessen. Kannst mir noch, oder? Ich weiß nicht, wie das geht, ich weiß nicht, wie das ist. Und ich denke mal, da kann man ein bisschen lockerer werden mit, ja, mit Genüssen. Und ja, also da ist schon ein Punkt, wo man sagen muss, hey, pass auf, ja. Hat hier eine entspannte Phase, nach langer, langer Zeit eine entspannte Phase und weiß nicht, wie man, was man in, oder was tun Menschen, die entspannt sind, was tut man da? Ist so, gell, wenn man immer rennt. Das, viele Menschen, die zum Beispiel in Rente gehen, werden depressiv. Ja, weiß nicht, wie, was tue ich jetzt? Was tut man, wenn man nicht, ja, hin und her rennen muss? Was ist die trennende Energie hier? Hier habe ich der Eremit. Beide sehr introvertiert, beide sehr, oder ihr macht alles mit euch selbst aus. Das ist so ein bisschen ein Problem für euch zwei, für die Verbindung. Für euch selbst ist das super, das ist gut, oder? Dass ihr für euch selbst alles ausmacht. Ich sehe hier halt ein Problem insofern, oh, okay, jetzt sehe ich was, okay. Moment, ich korrigiere halb. 9 der Stäbe, du machst deine Sorgen mit dir selbst aus. Dein Gegenüber macht sein, ihr Glück mit sich selbst aus. Du gibst diesem Menschen was von deinem Glück ab. Dieser Mensch gibt dir gerne was von seinen, ihren Sorgen ab. 9 der Stäbe hier, 9 der Kelche hier, 9 große Arkana, der Eremit, ihr, hier. Ja, ist so dieses, ihr seid introvertiert, aber worin seid ihr introvertiert? Du, in Bezug auf deine Sorgen, bist da lieber still, behältst es für dich. Und dieser Mensch mit 9 der Kelche in Bezug auf Genussmomente, in Bezug auf Entspannung, behält das lieber für sich. Mhm. Was ist die verbindende Energie hier? 5 der Schwerter, gemeinsame Feinde. Okay, lege ich hier für Harry und Meghan. 5 der Schwerter, gemeinsame Feinde. Gemeinsame Feinde. Ihr habt beide die gleiche Vorstellung von richtig oder falsch. Ihr habt beide die gleiche Vorstellung von legal, illegal. Es ist interessant, ich habe hier von einer Parallelwelt gesprochen und du scheinst auch ein bisschen dazu geneigt zu sein. Ja, es gibt für euch beide so, oder so dies, es gibt ja so dieses do the right thing or what is right. Also das tun, was das Richtige ist oder das, was rechtens ist. Und ihr lebt eher nach dem, was richtig ist. Das muss nichts Schlechtes bedeuten. Es kann sein, dass es zum Beispiel nicht verboten ist. Was ist nicht verboten? Mir kommt nichts in den Sinn. Es gibt es, was nicht verboten. Es ist zum Beispiel jetzt nicht gerade verboten. Ah, zum Beispiel, oder da kann ich als Hundehalterin kann ich sagen,
Es gibt manchmal, gerade bei Wanderungen, gibt es Stellen, wo der Hund hingeht und kackt, wo ich mich nicht hinbegeben kann, ja, weil das dann lebensgefährlich wäre. Also es wäre dann gefährlich, dort den Wanderweg zu verlassen, gell? Ja, so Eiger Nordwand und solche Dinge. Und da lese ich zum Beispiel das nicht auf. Ja, ihr seid Leute, die sagen, nee, auch wenn, oder klar, rechtlich gesehen, sollte man als Wanderer, Wanderin auf die eigene Sicherheit achten, sein ihr Leben nicht in Gefahr bringen, das bringt dann Kosten mit sich, mit der Rettung und all dem. Ja, und dann würde man da vielleicht davon absehen, dass da mal was liegen gelassen wird. Aber nee, wir machen das jetzt. Wir gehen jetzt da die Eiger Nordwand, werden wir da hochklettern. Ja, ist scheißegal. Ja, soll es rutschen und tun? Nee, ich werde das jetzt da holen. Und ihr habt beide, seid so eingestellt. Ihr würdet da tatsächlich da hochgehen und dieses Häufchen da holen. Ich finde sonst nichts, das nicht verboten ist. Was gibt es, was nicht verboten ist? Werde ich hier mit diesen Karten schauen, was hier als nächstes zwischen euch beiden passieren wird und worauf das Ganze hier hinausläuft. Und diese Karten hier werde ich fragen, was in deinem Gegenüber vor sich geht in Bezug auf dich. Was in deinem Gegenüber in Bezug auf dich vor sich geht. Ich schaue da dabei bei jedem Element rein. Dann ist es spezifischer. Und hier mit diesen Karten werde ich für jene, die keinen Kontakt haben, fragen, wann hier der nächste Kontakt stattfinden wird. Den Link zur Fortsetzung findest du unten in der Infobox im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute. Macht's gut. Bye, bye.